Hey Leute, Party, willkommen zu einer Folge von Rocket League. Heute im Video machen wir mal eine Trade-Up-Episode. Gestern im Video haben wir ja alle Kisten geöffnet, die wir über die Saison angespart haben. Das waren über 40 Kisten. Und aus diesen Kisten haben wir ja Gegenstände gekriegt. Und die Gegenstände kann ich eintauschen, was bedeutet, ich kann 5 sehr seltene Gegenstände eintauschen und krieg dafür einen Import-Gegenstand. Ich kann 5 Import-Gegenstände eintauschen und krieg dafür einen exotischen Gegenstand. Und durch dieses Tauschen kann ich ja alles Mögliche kriegen. Ich könnte einen titanweißen Octane kriegen, dann wäre ich reich. Das könnte ja alles passieren. Und ja, ich will jetzt einfach mal kurz alles eintauschen, was ich gekriegt habe. Und am Ende vielleicht mal gucken, ob wir was Krasses kriegen und auf jeden Fall zumindest ein Auto auch zusammenstellen mit den Dingen, die wir kriegen. Das hier ist relativ. Wobei, will ich das tauschen? Ich will eigentlich nur die Mütze behalten. Ja komm, ich tausche das hier. Bumm. Wir kriegen ein kaputtes Ei. Dankeschön, Spiel. Und es kann natürlich sein, dass ich jetzt einen Gegenstand eintausche, der eigentlich einen Wert von 100 Credits hat oder so. Aber das ist halt einfach so. Zum Beispiel, ich glaube, Octane Cheeser oder so. Es gab einen Gegenstand, den ich gezogen im letzten Video. Dann haben ganz viele Leute gesagt, Bardur, der Gegenstand ist richtig viel wert. Und zwar 150 Credits. Falls ihr übrigens neu seid und auch gerne Dinge in doppelter Geschwindigkeit macht, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Und du kannst natürlich auch sehr gerne den Creator-Code BardurYT eintragen, wenn du dir was im Shop holst. Wobei, da muss man sagen, die Draco-Reifen sind nice tatsächlich. Aber sonst ist jetzt nichts im Shop, was ich nice finde, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt schon alles eingetauscht, was ich eintauschen kann. Weil ich habe ganz viele Gegenstände, die ich einfach nicht eintauschen kann. Weil ich die aus den goldenen Laternen gekriegt habe. Die sind halt nicht eintauschbar. Aber gut, jetzt sind wir ja schon bei den interessanteren Dingen. Und zwar bei sehr selten. Das, was ich hier rauskriegen kann, ist jetzt schon was Importmäßiges. Und das kann ja theoretisch was Krasses sein. Erster Importgegenstand. Boom. Ein besonderer Takumi. Habe ich noch nie gespielt. Takumi ist ja sogar ein Auto, das habe ich in meinen ersten, ich glaube, 100 Spielstunden, habe ich den Takumi als Main-Auto benutzt. Deswegen habe ich da auch 600 Siege mit. Ich habe schon 7 Siege damit. Wann habe ich den gespielt? Ich erinnere mich null an dieses Auto und das überhaupt mal gespielt zu haben. Aber gut, finde ich jetzt nicht schlecht. Okay, nächster Import-Gegenstand. Quackle? Krackle? Hä? Wir haben Krackle. Was ist ein Krackle? Quackle? Finde ich ehrlich, ich weiß nicht warum, ich finde es nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Diese Bälle, die da rausgeschossen werden, ich finde es nicht so scheiße, wie ich dachte, ich finde es scheiße. Es ist eigentlich in Ordnung. Wir haben, glaube ich, so viel, was wir eintauschen können, dass wir 2 exotische Gegenstände safe kriegen, glaube ich. Okay, ja, weiter. So. Wobei Domino-Schlangenhaut behalte ich, glaube ich. So, boom. Roadhog-Schlangenhaut. Ja, das will ich alles antauschen. Tauschen wir. Boom. Diestro? Habe ich, glaube ich, schon mal benutzt. Kann das sein? Diestro. Null. Ich habe es null mal gespielt. Wieso kommt mir der Wagen? Das ist auch wieder so ein langes Auto. Oh nein, ich hasse die langen Autos. Hat das wenigstens einen coolen Skin oder sowas? Oh, der Skin ist ja der Hammer. Guck mal, da steht Need Boost, What a Save, Nice Shot, Oh mein Gott, White Zumba, Hä? Der Skin ist ja mega cool. Wieso hat der Wagen so coole Skins? Ich finde den auch nice. Stuntman, okay, der ist ein bisschen langweiliger, aber ist auch in Ordnung. Haben wir noch einen? Nee, den mega guten Skin, ehrlich gesagt. No joke. Okay, ja, weiter. Nicht nur was tauschen? Ja, ne, tun. Ah, egal, heiße Steine weg. Gib mir noch einen Importgegenstand, titanweiße Octane. Flammenwerfer in Rot. Flammenwerfer in Rot gucke ich mir kurz an, bevor ich es wegtausche. Oh! Was? Wieso ist das die coolste Farbe vom Flammenwerfer? Wieso ist das mit Abstand die coolste Farbe vom Flammenwerfer? Weil beim Flammenwerfer, den ich vorher habe, ist die Farbe immer so einheitlich größtenteils. Wenn wir gucken, da. Aber beim Flammenwerfer Rot kommt das erst blau raus und wird dann rot zum Ende. Ah, come on, gib mir doch nicht einen. Wir tauschen trotzdem ein. Wir müssen uns davon trennen. So. Import. Weil ich will die 2 exotischen Gegenstände schon haben. Okay, das tauschen wir ein. Das tauschen wir ein. Schrottauto tauschen wir ein. Das tauschen wir ein. Das tauschen wir ein. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Weil, kann ich vielleicht. Ich mach mal kurz den Flammenwerfer weg. Kann ich vielleicht was anderes eintauschen? Break. Ich tausche mal das ein. So. Das sind alles Gegenstände, die ich nicht will. Die sind auch alle, glaube ich, nichts wert. So, wir kriegen jetzt confirmed einen exotischen Gegenstand. Gib mir was Krasses. Am besten keine Reifen. Wobei, ich brauche noch Reifen für das Auto, was ich heute mache. Ich habe ja schon Auto. Okay, gib mir was Krasses.
gebe mir von mir das Reifen. Wir kriegen Photon, die habe ich schon. Nee, die habe ich noch nicht. Ah, ich habe die in Rot. Ah, ich habe die schon in einer cooleren Farbe so gesehen. Vor allem, guck mal, aus welcher Kiste ich die habe. Champion 1 Serie. Damals gab es halt noch viel mehr verschiedene Kisten. Und da war das alles noch ein bisschen anders. Ja, da muss ich vielleicht irgendwann mal ein Video zu machen, wie es damals war. Weil es war damals wirklich eine ganz andere Sache, aber wurde geändert. Ich glaube, wegen Glücksspiel, Gedöns und sowas, was ich ja verstehen kann. Okay, kann ich noch einmal tauschen? Oh, kann ich. Kann ich den Pfennig behalte ich? Ich tausche den Pfennig. Habe ich ja schon gesagt. Ein Pfennig werde ich verschenken. Das mache ich aber, wenn die Season endet. Das mache ich wahrscheinlich. Ich werde es wahrscheinlich auflösen in dem Video, wo ich den Battle Pass mir ganz hol. Höchstwahrscheinlich. Okay, tauschen wir ein. Ich behalte den Flammenwerfer. Fand ich ein bisschen cooler als Quacke. Und Takumi behalte ich auch. Diestro behalte ich auch. Pfennig behalte ich auch. Ich tausche im Grunde nur Schrott ein. Tauschen wir. Der zweite confirmed exotische Gegenstand, den wir kriegen, ist Zoe. Noch nie gesehen, die Reifen. Keine Ahnung. Das ist quasi so ein Feuer in der Mitte, ne? Ganz ehrlich, geht schlechter. Geht deutlich schlechter. Ich liebe den Skin immer noch. Wieso gibt es den Skin nicht für mehr Autos? Okay, ich würde jetzt mal kurz dann alles Neue dranpacken an dieses Auto, dass wir wahrscheinlich dann so zwei Versionen haben. Weil ich glaube, ich kann nicht mehr eintauschen. Wir haben jetzt alles eingetauscht, was wir eintauschen können. Bei Import zumindest haben wir nichts mehr. Da fehlt uns noch ein Gegenstand fehlen, dann könnten wir da nochmal tauschen. Und bei Exotisch fehlt uns original noch ein Gegenstand. Wir haben gerade 4 exotische Reifen. Wenn ich noch einen exotischen Gegenstand kriegen kann, können wir uns ein Schwarzmarkt-Item ertauschen. Ich meine, ich habe inzwischen schon ein, zwei Schwarzmarkt-Items. Tatsächlich. Aber gut, ich packe jetzt mal kurz alles an dieses neue Auto, Diestro. Vielleicht ist der Wagen ja nice, vielleicht mag ich den ja. Ich habe jetzt das Auto zweimal designt. Das war relativ leicht tatsächlich, weil wir haben tatsächlich relativ gute blaue Reifen gekriegt und relativ gute gelbe Reifen. Und damit ist einfach zweimal die Variante. Lass uns mal kurz einfach eine Partie springen. Mir egal was. Ich bin halt super gespannt auf die nächste Folge von Trade Up. Denn wenn wir dann genug Gegenstände haben, um uns ein Schwarzmarkt-Item zu ertauschen, das kann ja auch richtig, richtig krank sein. Also da können wir ja mega Glück. Der Skin ist so cool. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in diesen Skin. Einfach mit der Schrift. Es gibt ja auch das Konzept von der Tor. Der Wagen fährt sich komisch. Guck mal, wie der ausschwenkt. Also der fährt sich mehr wie ein richtiges Auto tatsächlich. Nee, Moment, richtige Autos wackeln nicht so. aber es gibt ja manche Rennspiele. Uff, okay. Da sind die Autos ein bisschen arcadiger, sagt man, ne? So fühlt er sich an, so ein bisschen. Wie ein Auto in GTA, so fühlt sich das Auto an. Oh Gott. Was? Wollte nicht? Geht der noch mal in die Mitte? Ich weiß nicht, ob der eine gegangen ist, ehrlich gesagt. I don't know. Mit Ballkontrolle. Der eine chillt einfach ganz vorne. Das klappt, aber ganz ehrlich, der darfst du nicht stehen. Guck mal, er ist einfach vorne stehen geblieben. Und dachte sich, ja, ich bleib jetzt da. Hallo, guck mal hier. Was hätte er denn gemacht, wenn der Ball nicht nach ganz vorne genau in seine Richtung geflogen wäre? Dann wäre er doch einfach komplett aus dem Spiel geblieben. Also. Ich check manche Spieler nicht. Ganz ehrlich, von den langen Autos ist das was. Ja. Von den langen Autos ist es wahrscheinlich mein Lieblingsauto. Das, ich weiß nicht warum, aber irgendwie wahrscheinlich wegen dem Skin. Wahrscheinlich hat es wegen dem Skin mehr Bonus für mich. Aber von den langen Autos, ich bin ja kein Fan von langen Autos, aber von den langen Dingern hier im Spiel ist das definitiv mein Liebling. 3 gegen 3 will ich ja eigentlich jetzt nicht mehr spielen, aber ich traue mich nicht 1 gegen 1 zu spielen, weil im Video vorgestern sind wir im 1 gegen 1 noch Diamond 3 geworden, was ja mein Ziel war für diese Season, auch im 1 gegen 1 da einen guten Rang zu haben. Also, aus meiner Sicht einen guten Rang. Okay, nice. Ich habe noch kein Tor gemacht, ne? Der Schuss war okay, aber der ging nicht rein. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr nach oben schießen sollen. Aber gut, wir sind auf Siegeskurs. Ich habe auch gestern Abend für 3-4 Stunden noch versucht zu pushen. In 3 gegen 3, in Rumble, in... Oh Gott, hat er? Hat geklappt? Okay, hat geklappt. Leck. Übrigens der Grund, warum ich immer noch nicht streame, obwohl ich ein bisschen Lust drauf hätte. Internet einfach zu bad. Nein, Teammate. Und der eine fliegt. Okay, Mann. Ja, 3 gegen 3 ist halt frustrierend.
Ich habe das Gefühl, bei 3 gegen 3 kommt es häufiger vor, dass hier Spieler sind, die ein bisschen überfordert sind mit dem Rang. Ich sage nicht, dass die hier nicht hingehören, aber ich glaube, im 3 gegen 3 kannst du dich viel mehr einfach nach oben mogeln, wenn du einfach viel spielst. Und deswegen sind hier halt viele Spieler, die einfach dauernd Double committen, die vorne stehen bleiben und ein Tor machen und denken, oh krass, das habe ich jetzt gut gemacht, obwohl es eigentlich nicht gut war. Da, Pass. Der geht nicht. Der hat den? Ja. Knapp. Er macht was für eine Parade. Warum ist der salzig mir gegenüber? Mate, du kannst nicht rotieren. Wenn er den Ball verfehlt, dann will ich auch was für eine Parade machen. Aber ich glaube, das macht er nicht. Ich mach guter Schuss. Das geht auch gut. Sorry, ich will da zurücksalzen. Ich ramme ihn mal weg. So. Der geht. Ist halt lächerlich. Also. Nice Champion. Der ist nicht so krass, Gegner. Was hat denn der ganz rechts für ein Skin? Das Auto gefällt mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven habe. Wir haben noch, ich glaube, 2 Tage Zeit. Es gibt eine Sache, die muss ich noch machen. Und zwar in 2 gegen 2 muss ich nochmal Champion werden und ein Spiel gewinnen. Weil da habe ich 9 von 10. Ich muss im 2 gegen 2 noch ein Spiel gewinnen, Champion. Ansonsten kriege ich nicht die Champion-Belohnung. Aber gut, wie findet ihr das Auto? Wie findet ihr die Reifen? Sagt ihr, ey, das ist okay? Beziehungsweise, ich sag mal so, welche Reifen findet ihr besser? Die gelben Reifen oder die blauen Reifen? Ich muss sagen, ich finde die blauen Reifen, glaube ich, besser. Aber am besten finde ich halt den Skin, der ist Liebe. Aber gut, da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal ein Abo da lassen. Bis dahin und ciao.